Ja, hallo. Immer wieder wollt ihr, dass ich Beiträge über Vitamin D inhaltlich ärztlich neutral einordne. Warum auch immer, Vitamin D ist und bleibt irgendwie so ein heißes Pflaster. Hat auch immer das Gefühl, das geht nur schwarz oder weiß. Einige warnen vor Überdosierung und Geldmacherei. Andere betiteln es als Wundermittel gegen zum Beispiel Corona, gegen Depression, gegen Krebs, gegen Asthma, vieles mehr. Findet man ganz viele Videos dazu. Wo liegt nun der wissenschaftliche Konsens? Was sagt die Studienlage? Und mein Research-Team, das täglich zig Studien auswertet, wir schauen uns täglich die neuesten Studien an und natürlich auch, was es so auf Social Media dazu gibt, hat mir ein paar Schnipsel von verschiedenen YouTube-Beiträgen zu Vitamin D einmal zusammengesucht, auch Videos, die ihr mir geschickt habt, auf die ich mal eingehen soll, die ich jetzt mal in der Tiefe und basierend auf den aktuellsten Studien mir anschaue, was sich vielleicht auch im Zeitverlauf verändert hat. Und so viel sei verraten, jetzt gleich kommen Professor Spitz, MyLab und Patrick Heitzmann und dazu auch das Robert-Koch-Institut, Europäische Lebensmittelbehörde und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Eins vorab, wenn ich jetzt darauf eingehe, auf die Beiträge, eins vorab ist wichtig. Forschung und Wissenschaft, das ist natürlich auch immer ein Wandel. Das entwickelt sich immer weiter. Erkenntnisse von gestern sind vielleicht morgen schon überholt. Auch vor diesem Hintergrund muss man natürlich jetzt auch die Videos sich anschauen. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Vitamin D findet ihr in meiner Vitamin D-Bibel. Und ihr könnt euch auch sicher sein, dass in den Folgeauflagen der Stand der Wissenschaft zu Dosierungsempfehlungen zum Beispiel, zur Evidenzlage etc. immer wieder aktualisiert wird. Jetzt schauen wir mal uns den ersten Beitrag an. Sind Menschen bestimmter Risikogruppen? Und zwar Menschen, die nicht oder nur sehr wenig rauskommen, Menschen, die nur vollständig bedeckt rausgehen, dunkelhäutige Menschen, ältere Menschen und Säuglinge. Wichtiges Thema also gleich zu Beginn, Risikogruppen für Vitamin D. Bei der Auflistung von Mai würde ich aber noch ein paar Gruppen ergänzen. Das zeigt die Wissenschaft eigentlich ganz gut. Zum Beispiel Menschen mit Adipositas, übergewichtige Menschen. Viele Schwangere haben häufiger keine guten Vitamin-D-Werte. Und ganz wichtig sind Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, jetzt zum Beispiel Colitis ulcerosa, kann es dazu kommen, dass Vitamin-D nicht richtig aufgenommen und verarbeitet wird. Und auch Sportler verbrauchen durch intensive Leistungen mehr Vitamin D. Deshalb kann es da theoretisch auch zu Mangelzuständen oder unzureichenden Vitamin D-Werten kommen. Das sind also Risikogruppen und wenn du zu denen dazugehörst, dann bietet es sich noch mehr an, vielleicht mal den Vitamin D-Spiegel zu checken. Doch in jedem Fall solltet ihr erst zum Arzt gehen, bevor ihr euch mit Vitamin D-Supplements selbst behandelt. Aber nur, damit ihr das auch selbst einschätzen könnt. Bei Vitamin D-Präparaten wird die Vitaminmenge meist in internationalen Einheiten angegeben, IE oder auch EU manchmal für International Units. Empfohlen wird eine Vitamin D-Zufuhr von 800 IE pro Tag. Bei fehlender endogener Synthese, also wenn die Herstellung durch Sonnenlicht nicht möglich ist. Sicher gilt eine maximale Zufuhr von 4000 IE pro Tag. Wichtig ist auch, was Mai hier sagt, ihr sollt nicht einfach planlos Vitamin-D-Pillen reinwerfen. Mein Tipp, lasst euch einfach mal testen und wenn ihr dann schlechte Werte habt, kann euch eine Supplementierung helfen. So, und ganz wichtig natürlich auch, wie viel ihr überhaupt nehmen sollt. Die 4000 internationalen Einheiten, Höchstgrenze pro Tag, sind eine Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für die tägliche langfristige Einnahme. Das vergisst man auch oftmals dabei. Es geht nicht um einmalig was zu nehmen, sondern langfristig. Und dieser Meinung schließe ich mich auch an. Als ansonsten gesunder Mensch ist es halbwegs wahrscheinlich, dass ihr dann keine Probleme bekommt. Ein Upper Limit ist das sozusagen. Weil ich die Frage auch immer wieder gestellt bekomme, wenn ihr einen Mangel habt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu beheben. Verschiedene Strategien, die man machen kann. Dann kann es sein, dass ihr über einen längeren Zeitraum täglich eine kleinere Dosis bekommt, zum Beispiel 2000 internationale Einheiten. Oder kurzzeitig, zum Beispiel einmal wöchentlich 50.000. Das sollte aber immer ärztlich abgeklärt vorher besprochen werden. Das ist wichtig. Keine eigenständige Hochdosistherapie. Generell alles über 4000 Einheiten pro Tag, nicht ohne vorherige ärztliche Absprache. Und das ist das laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit sozusagen sichere Upper Limit. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hingegen,
die hat die 800 internationalen Einheiten viel niedrigeren Wert. Warum diese Diskrepanz zustande kommt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weiß ich nicht. Tatsächlich, diese 4000 Einheiten pro Tag, die sind ein guter Wert. Und wenn man den überschreitet, dann sollte man das definitiv vorher ärztlich abklären. Von 4000 IE pro Tag. Wenn ich mir jetzt so anschaue, in welchen Dosen Vitamin-D-Tabletten so verkauft werden, gibt es nur wenige, bei denen eine Tablette 4000 IE übersteigt. Wobei man natürlich aufpassen muss, alles, was man ja selbst mit Hilfe von Sonnenlicht herstellt, kommt ja noch oben drauf. Weswegen man keine pauschalen Empfehlungen geben sollte. Ja, zu den Produkten, die hier gezeigt werden im Internet, findet man zum Teil da schon deutlich höhere dosierte Präparate, wenn man da nachschaut. Der Hinweis von Mai ist da auch wirklich ganz wichtig. Neben dem Vitamin D in den Pillen kommt ja noch das Vitamin D aus der Ernährung dazu. Das macht wirklich nicht viel aus, aber sollte man berücksichtigen und was wir vor allem durch die Sonne selbst produzieren. Ja, diese Produktion findet vor allem in den Sommermonaten statt. Wir speichern aber Vitamin D. Dieses Video hat über 3 Millionen Aufrufe und ist ein anderthalbstündiges, pauschales, nehmt alle Vitamin D. Abgesehen von einigen wissenschaftlichen Ungenauigkeiten bis Ungereimtheiten kann man zumindest sagen, gemäßigtes Supplementieren wird für viele wenigstens nicht gefährlich sein. Aber wenn so eine Expertenstimme, also der Mann ist ja Professor, dem vertrauen dann viele, so einseitige und pauschale Claims macht, wie Vitamin D ist immer super und kann nie schaden, dass sowas dann auch Leute motiviert, die dann völlig eskalieren. Hier zum Beispiel wird bei 70 Kilogramm Körpergewicht eine Dosis empfohlen von 54.000 internationalen Einheiten am Tag. Hilfe! Also Gott sei Dank wenigstens nur für 10 Tage im Jahr, aber Leute, trotzdem, ob das gut geht. Zumal man hier für den Rest des Jahres 5000 IE täglich einnehmen soll. Das sind 25% über dem empfohlenen täglichen Maximalwert. Man sollte zumindest skeptisch sein, wenn die Person, die solche Therapien empfiehlt, auch Geld mit dem Verkauf der dazu benötigten Supplements verdient. Und ja, zu Professor Spitz muss man sagen, viele Aussagen sind da sehr pauschal. Wenn ihr supplementieren möchtet, kommt es bei der Menge einfach auch auf euren Einzelfall an. Welchen Vitamin-D-Status habt ihr aktuell? Habt ihr Vorerkrankungen, Stichwort Risikogruppen? Habt ihr überhaupt Symptome, die damit in Verbindung stehen? Geht ihr oft raus oder gar nicht? Nehmt ihr Medikamente und? Mal so als Beispiel. Ich tatsächlich habe oder verschreibe Vitamin-D-Tabletten oder gebe es nämlich auf der Intensivstation. Patienten, die da länger liegen, die bekommen Vitamin-D, weil die gar nicht draußen sind, weil die sozusagen im Koma liegen, täglich auf der Intensivstation. Da ist Vitamin-D wichtig. Da geben wir aber auch andere Stoffe, zum Beispiel, um den Tag-Nacht-Rhythmus zum Beispiel zu beeinflussen, wie Melatonin. Das ist individuell verschieden. Also ja, ich arbeite damit. Ich weiß, dass das auch wichtig ist. Aber besprecht ihr das mit eurem Arzt? Und ich stimme Mai zu, dass kleine Mengen Vitamin D für die meisten von uns pauschal wohl unproblematisch sind. Wieder diese 4000 Einheiten pro Tag, sich die merken. Zumindest, wenn wir ansonsten gesund sind. Also zum Beispiel keine Nierenschäden oder Ähnliches haben. Das ist deswegen wichtig, weil ja Vitamin D unter anderem in den Nieren, in der Leber auch, weiter verstoffwechselt wird. Der blaue Strich ist die unterste Grenze dessen, was wir haben müssen. Wie beim Auto ist Motoröl, die unterste Grenze. Da will eigentlich gar keiner mitfahren. Da tut immer ein Literchen drauf noch. Aber darunter liegen fast 90% der Bevölkerung. Das heißt, wir haben einen ausgedehnten Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung seit vielen, vielen Jahren, den wir durch unseren Lebensstil hervorgerufen haben. Wer das nicht glaubt, kann sich messen lassen, komme ich später noch drauf. Aber die Daten, und zwar offizielle Daten, unter anderem auch vom Robert-Koch-Institut, belegen diesen Fakt. Ich habe vor ungefähr 14 Jahren mein erstes Buch zum Thema Vitamin D geschrieben und seinerzeit den etwas kessen Spruch getan, in keinem Pharmalabor der Welt wurde und wird jemals eine Substanz entwickelt, die auch nur annähernd die vielfältigen, positiven, gesundheitlichen Eigenschaften von Vitamin D hat. Kesselippe, aber es hat sich gezeigt in den vergangenen Jahren, dass dies stimmt und es hat sich auch gezeigt im Rahmen jetzt der Covid-19-Pandemie, dass Vitamin D außerordentliche Qualitäten hat. Auf der rechten Seite, leider Gottes ein wenig verdeckt durch mein Bild, ist der Grenzwert für den Mangel.
den richtigen, kräftigen Mangel schon. Das sind 20 Nanogramm, also nicht zum normalen, sondern 20 mal der Mangel. Der optimale Wert sollte 40 bis 60 Nanogramm sein und die Toxizität geht irgendwo über 150 los. Da sind wir weit von entfernt. Ich komme später nochmal auf das Thema der Toxizität zu sprechen. Also zuerst möchte ich jetzt einmal auf das Zitat hier links oben eingehen. In keinem Pharmalabor der Welt wurde und wird jemals eine Substanz entwickelt, die nur annähernd die vielfältigen positiven gesundheitlichen Eigenschaften von Vitamin D hat. Hat er vor ein paar Jahren schon gesagt. Ganz klar, Vitamin D ist ein wichtiger Stoff. Das stimmt. Der zum Beispiel, wofür brauchen wir es? Für die Kalziumaufnahme, die fördert, für das Immunsystem wir brauchen und an vielen Stoffwechselprozessen auch beteiligt sind. Deswegen wird hier auch so viel zu Vitamin D geforscht. Man gebe nur einmal auf PubMed das Stichwort Vitamin D ein. Mach das einmal, dann siehst du, wie viele Papers es wirklich dazu gibt. Aber und egal wie gut und wichtig Vitamin D ist, das Hormon ist sicher kein Wundermittel. Das Zitat deutet das ja etwas an. Mal anders gesagt, nahezu alle Vitamine, Hormone, Enzyme etc. etc., die unser Körper irgendwie bildet oder von außen zugeführt werden müssen, die wir benötigen, die sind wichtig, sonst hätten wir die nicht. Auch Cholesterin, Serotonin, Vitamin C, Aminosäuren und, was auch immer, sind wichtig und ein Mangel davon kann negative gesundheitliche Folgen haben. Das einmal dazu. Jetzt zu den Aussagen von Professor Spitz, dass, was er zuerst gesagt hat, 80-90% der Deutschen einen Vitamin-D-Mangel haben. Das stimmt so ganz nicht. Das RKI sagt das so zumindest nicht. Die RKI-Studie zeigt, dass ca. 30% der Erwachsenen einen klaren Mangel haben. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. 38,4% aber einen ausreichenden Vitamin-D-Status haben. Und der Rest hat keinen klaren Mangel, aber suboptimale Vitamin-D-Werte. Das heißt, laut Robert-Koch-Institut mit möglichen Folgen für die Knochengesundheit. Dass Herr Professor Spitz auf diese hohe Zahl kommt, hat mit den unterschiedlichen, nehme ich mal so an, Referenzwerten zu tun. Er sagt hier, dass die Mangelgrenze bei 30 Nanogramm pro Milliliter liegt. Schreibt er ja da, sieht man auf der Folie. Beim Robert-Koch-Institut ist das aber die Grenze für eine ausreichende Versorgung ohne weiteren gesundheitlichen Zusatznutzen. Das Robert-Koch-Institut gibt als Mangelgrenze weniger als 12 Nanogramm pro Milliliter an. Ganz wichtig jetzt auch. Ich weiß sehr wohl, dass Vitamin-D-Vertreter wie Professor Spitz und Co. viel höhere Grenzen propagieren. Ob basierend auf Studienlagen oder eigenen wirtschaftlichen Interessen, kann ich nicht sagen. Fakt ist, das weiß ich auch, international ist man sich nicht ganz einig, welche Werte nun die absolut richtigen sind. Und Fakt ist auch, und das betone ich jetzt, und bitte, wer das Video kommentiert, auf diesen Satz achten. Fakt ist auch, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung im Vergleich zum Beispiel zur europäischen Lebensmittelbehörde oder auch im Vergleich zu den Amerikanern, nennen wir es mal diplomatisch, konservativer ist. Dazu insbesondere auch zu den oft genannten maximal 800 Einheiten pro Tag. Und dass das vielleicht sehr konservativ, das heißt vielleicht auch anders gesagt sehr niedrig ist, kann sein, gehe ich auch gleich bestimmt nochmal drauf ein. Also ein enormer Effekt von den Effekten auf die Kindesseite, ganz zu schweigen. Die Kinder sind intelligenter, wenn die Mutter genügend Vitamin D hat. Die Kinder haben keine oder eine geringere Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen, haben ein Knochensystem, was fit ist und so weiter und so fort. Der dritte große Punkt sind die Krebserkrankungen. Hier haben wir zunehmend Berichte, dass 60-70% der Krebserkrankungen positiv auf einen ausreichenden oder einen guten Vitamin-D-Spiegel reagieren. Das heißt, der Krebs kann vermieden werden. Aber auch wenn er schon da ist, kann Vitamin-D die Metastasierung verhindern. Und ein Nebeneffekt, der irgendwann erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal aktenkundig wurde, Vitamin-D reduziert die Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Also bitte, bitte, bitte nicht absetzen während der Chemotherapie, sondern weitermachen. Es drückt ganz eindeutig die Nebenwirkungen runter. Ja, Krebs, natürlich ein heikles Thema. Dazu wurde bei Vitamin D auch wirklich viel geforscht. Es gibt wirklich eine gute Studienlage zu viele Studien. Und es gibt zumindest Hinweise darauf, dass Vitamin D
Antikrebseigenschaften besitzt. Zum Beispiel kann es wohl die Vermehrung und auch die Ausbreitung von Krebszellen hemmen. Das zeigt etwa diese Studie hier. Das Problem ist, dass Professor Spitz das so als endgültige, als Tatsache darstellt, aber eigentlich wissen wir noch nicht genug darüber. Das ist einfach noch nicht klar bewiesen. Und jetzt bitte nicht irgendwie diese Keule rausholen. Ärzte verraten das nicht, weil sie sonst kein Geld verdienen. Deswegen wollen wir Ärzte ja nicht den Patienten Vitamin D geben. Ich schätze mal, dass 99% der Ärzte meiner Kollegen froh wären, wenn wir ein Wundermittel gegen Krebs hätten. Und ob allein gute Vitamin-D-Werte vor Krebs schützen, das sei mal dahingestellt, Krebs ist eine komplexe Erkrankung und wird nicht nur von einem einzigen Nährstoff beeinflusst. Und ob es bei jedem Krebskranken bei einer Chemotherapie sinnvoll ist, finde ich auch eine schwierige Aussage. Meine Empfehlung ist ganz klar, besprechen Sie dies mit Ihrem Onkologen. Das muss individuell entschieden werden. Einige Studien konnten aber immerhin zeigen, ja, dass die Krebssterblichkeit bei Erkrankten möglicherweise sinkt, wenn ein Vitamin-D-Mangel ausgeglichen wird. Das wurde gezeigt. Ein Mangelausgleich kann möglicherweise auch Palliativpatienten helfen. Eine Studie konnte zum Beispiel zeigen, dass sich bei überlebenden Patienten die Opioiddosis verringert hat, also Schmerzmittel, die man den Patienten gegeben hat, den Palliativpatienten, wenn der Mangel ausgeglichen wurde. Generell gilt, Mangelzustände von Nährstoffen und Hormonen vermeiden, egal wie dieser Nährstoff heißt, ob es jetzt Vitamin D ist oder irgendwas anderes. Und Patienten, Krebspatienten, Palliativpatienten haben oft verschiedenste Nährstoffmangel. Besprechen Sie das mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin bzw. noch besser mit Ihrem Onkologen. Und Finger weg von nicht ärztlich angeordneten Hochdosistherapien, um das jetzt schon einmal gleich zu sagen. Die letzte große Krankheitsgruppe oder Organsystem, was zu nennen ist, ist das Nervensystem. Hier sind als erstes die Autoimmunerkrankungen zu nennen, die wir auch schon hatten, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, aber eben auch die Demenz oder die Depression. Das heißt also, wir haben oder tun gut daran, Vitamin D ausreichend vorzuhalten, damit auch das Popöchen da oben gut versorgt wird, denn diese Erkrankungen sind auch nicht empfehlenswert. Puh, jetzt also mal direkt zu MS und das ist in der, ich sag mal, Vitamin D-Szene auch ein heißes Thema. Auch hier haben wir das Problem, dass die Studienlage da nicht so eindeutig ist. Und es gibt ja auch noch das sogenannte Coimbra-Protokoll. Da geht man ja oder macht man eine Hochdosistherapie. Ein Mangel sollte ausgeglichen werden. Das wird sogar in der aktuellen Leitlinie zur Multiple Sklerose empfohlen. Das stimmt. Ob durch eine Vitamin-D-Supplementierung weniger MS-Schübe vorkommen, wenn kein Mangel vorliegt, ist nicht klar belegt. Das steht ja hier auch auf der Folie. Kann man so aktuell einfach nicht pauschal sagen. Und auch bei Demenz und Depressionen ist das alles nicht eindeutig. Es gibt Studien, die Zusammenhänge mit einem Vitamin-D-Mangel zeigen, aber so richtig wissen tun wir es eigentlich bisher nicht. Das stimmt also nicht. Und ein ganz wichtiger Hinweis, und das wiederum zeigen neue Studien immer öfter, Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere Antioxidantien, die gesunde Zellen vor oxidativem Stress schützen, was ja erst einmal per se gut klingt, können einen zellulären Abwehrmechanismus gegen oxidativen Stress bewirken. Was heißt das? Oder das zeigt diese aktuelle Studie hier zum Beispiel. Und das heißt, auf diese Weise können die Nahrungsergänzungsmittel zur Resistenz von Krebszellen beitragen. Ob das auch jetzt für Vitamin D gilt, wissen wir jetzt so nicht. Aber was zeigt das? Es zeigt, absolute heilversprechende Aussagen sollte man vermeiden. Und die nächste Krankheit, auf die hier eingegangen wird, bei Depressionen. Bei Depressionen zum Beispiel wird vermutet, dass Nervenentzündungen eine größere Rolle spielen. Deshalb könnte Vitamin D mit seinen antioxidativen Eigenschaften, wie gesagt, bei Krebs könnte das sogar kontraproduktiv sein, aber hier hingegen vielleicht für eine Therapie wichtig sein. Und auch hier für euch wichtig zu wissen, Vitamin D ist ein Baustein, der wichtig sein kann bei Depressionen, aber gute Vitamin D-Werte schützen euch nicht automatisch
irgendwie komplett davor. Die Entstehung von Depressionen, das hat ja eine Ursache. Das ist vielschichtig. Und hohe Vitamin-D-Werte heilen euch nicht vor einer Depression. Man behandelt eine Depression multimodal mit verschiedenen Maßnahmen. Und wenn wir so ein Wundermittel hätten und die Depression wäre weg, das würde sich jeder wünschen. Die Aussage ist A, also nicht bewiesen und B, auch gar nicht erlaubt. Und wieder auch, egal ob Vitamin D oder andere wichtige Nährstoffe oder Hormone, Mangelzustände sollte man vermeiden. Und wie macht man das? Durch eine ausgeglichene Lebensweise, mal so vereinfacht. So, und generell als Tipp von mir, ihr solltet immer misstrauisch werden, wenn ein einziger Stoff angeblich vor ganz, ganz vielen verschiedenen Krankheiten schützen soll oder die sogar heilen soll. Vitamin D kann bestimmt ganz viel, ist wichtig. Aber es ist erstmal ein Stoff von sehr, sehr vielen in unserem Körper und wir brauchen sehr, sehr viele Stoffe, damit unser Körper, der sehr komplex ist, funktioniert. Wenn es problemfrei geht, mach's einfach. Es ist eine Investition von sehr, sehr wenig Geld in deine Gesundheit. Dann kommt jetzt der Punkt mit den Kofaktoren. Es gibt nämlich Dinge, die du dazu ebenfalls nehmen solltest, wo auch die gewöhnliche Ernährung in der Regel nicht ausreicht. Fangen wir an mit dem Kofaktor Magnesium. Magnesium ist wichtig für zwei Dinge. Erstens ist es wichtig für die Umwandlung von der Vitamin-D-Vorstufe in das eigentliche Vitamin, in das eigentlich hormonwirkende Vitamin D, das Calcitriol. Wir brauchen es auch von der Vorvorstufe für die Umwandlung in die Vorstufe und dann nochmal in die Umwandlung in die Endstufe sozusagen. Da brauchen wir genügend Vitamin D. Das heißt aber auch, dass das Vitamin D dabei verbraucht wird. Wenn du jetzt plötzlich mehr Vitamin D nimmst, dann wird es mehr Magnesium verbrauchen. Ganz wichtiger Punkt. Und wir haben ohnehin durch unsere typische Ernährung, durch den vielen Stress, durch Umweltfaktoren, die allermeisten haben jetzt schon einen Magnesiummangel, nicht nur einen Vitamin-D-Mangel. Da muss ich direkt mal einhaken. Er hat völlig recht, das stimmt, dass Magnesium super wichtig dafür ist, dass Vitamin D in die aktive Form umgewandelt wird, hat er gut erklärt. Aber dass die meisten von uns einen Magnesiummangel haben, das stimmt so nicht. Ungefähr ein Drittel der Menschen in Deutschland erreichen die empfohlene tägliche Zufuhrmenge nicht. Ein Drittel. Das heißt aber nicht, dass das sofort sogar dann auch ein Mangel ist. Man spricht dann langfristig erstmal von einer Unterversorgung, die nicht zwingend in einen Mangel ja dann münden muss. Das ist also auch wichtig. Und dass die Versorgung über die Ernährung für gewöhnlich, so sagt das ja, nicht ausreicht, ja, ist mir irgendwie auch ein bisschen schwammig. Er hat recht, dass die Zufuhr in Deutschland nicht perfekt ist. Das stimmt. Und laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung nehmen wir im Durchschnitt etwas zu wenig Magnesium am Tag auf. Die Referenzwerte zu erreichen ist bei der Ernährung aber eigentlich ziemlich einfach. Das schafft man vielleicht einfach bewusster, sich magnesiumreich ernähren. Ich blende hier mal eine Tabelle mit magnesiumhaltigen Lebensmitteln ein. Das, denke ich, sollte empfohlen werden, die mehr zu sich zu nehmen. Und ich muss leider jetzt noch direkt weiter meckern einmal. Es ist nicht ganz richtig, dass man Vitamin D und Magnesium immer zusammen einnehmen muss. Habt ihr keinen Magnesiummangel? Ist das eigentlich nicht notwendig? Ihr habt ja genug Magnesium, auch wenn ihr Vitamin D nehmt oder viel nehmt und dann mehr Magnesium verbraucht wird. Wenn ihr aber genug Magnesium im Körper habt, braucht ihr es nicht. Wenn ihr aber Vitamin D supplementiert und die Werte bessern sich nicht, dann sollte tatsächlich der Magnesiumwert einmal gecheckt werden, beziehungsweise nehmt den einfach vorab beim Arzt mit ab. Ob Hersteller mit Kombipräparaten mehr verdienen als mit Monopräparaten, das weiß ich nicht. Aber nochmal, zwangsläufig mit Magnesium kombinieren muss man nicht. Ebenso Vitamin K2. Normalerweise wird es im gesunden Darm produziert. Ja, im gesunden Darm haben die meisten aber nicht mehr. Deswegen weißt du nicht, ob du genügend K2 produzierst. Und deswegen ist meine grundlegende Empfehlung, dass wir eben auch genügend K2 über eine Nahrungsergänzung aufnehmen. Das ist der Grund, warum ich in diesem Produkt, was ich dir verlinke, auch nicht sehr glücklich darüber zu schätzen weiß, dass eben da das K2 in dieser MK7-Form schon drin ist. Wenn du dann 15.000 Einheiten Vitamin D für die Auffüllphase benötigen würdest, brauchst du auch nicht die dreifache Menge an dem K2.
Die Wissenschaft sagt im Moment zumindest, dass 200 Mikrogramm definitiv ausreichen. Deswegen reicht eine Kapsel plus eben dann entsprechend mit den Tropfen aufzufüllen. Wenn du das Gefühl hast, du hast absolut keine Probleme mit dem Darm, dann bräuchtest du das rein theoretisch nicht. Also, ja, ob wir alle einen kaputten Darm haben, das wage ich mal zu bezweifeln. Das höre ich jetzt so zum ersten Mal. Ja, Darmgesundheit ist wichtig. Ja, viele unterschätzen das vielleicht. Aber da fehlen mir irgendwie Belege, das so pauschal zu sagen. Naja, K2, das ist auch so ein Klassiker bei Vitamin D. Ob man beides zusammen immer einnehmen sollte, dafür gibt es keine eindeutigen Belege. Von ihm ist es ja jetzt eine Empfehlung. Das sollte aber immer in eurem individuellen Fall entschieden werden. Vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft die Empfehlung, kann sein, beides gleichzeitig zu nehmen, stand jetzt, aber einfach noch nicht. Gibt es nicht. Es gibt Studien, die bei Frauen nach der Menopause positive Auswirkungen auf die Knochendichte zeigen konnten. Und diese Ergebnisse lassen sich aber nicht, das ist wichtig, die lassen sich nicht pauschal irgendwie auf alle übertragen. Ganz wichtig einmal, in den allermeisten Fällen könnt ihr die Vitamine und Mineralstoffe ganz normal mit einer ausgewogenen Ernährung aufnehmen. Und wenn ihr Probleme habt, zum Beispiel mit dem Darm, dann ist es wichtig, natürlich gezielt darauf zu achten. Vor allem viele grüne Pflanzen helfen bei Vitamin K. Eine Überdosierung ist sehr unwahrscheinlich, erst recht nicht, wenn durch die Nahrung. Aber wozu was einnehmen, was ihr nicht benötigt, wenn euer Körper also genug davon hat. Und falls es doch Probleme mit dem Darm zum Beispiel gibt, wie ihr jetzt sagt hier, dann solltest du dich an dieses Problem ranmachen und ich denke nicht durch Pillen irgendwie das Problem überdecken. Sondern wie kann man das machen? Zum Beispiel eine gesunde Darmflora aufbauen, ballaststoffreich sich ernähren, fermentierte Lebensmittel etc. etc. So, jetzt abschließend möchte ich noch einmal betonen, ja, es ist gut und wichtig, diese Videos über Vitamin D zu machen, darüber aufzuklären, so wie der Patrick Heitzmann das macht, Professor Spitz auch, auf MyLab das Video und von anderen. Auch die Diskussion, auch die unterschiedliche Meinung, so ist auch Wissenschaft. Und wie wir sehen, bei Vitamin D ist es nicht schwarz oder weiß. Ganz wichtig an dieser Stelle, und das wird eigentlich überall betont und kommt zum Ausdruck, ist einen Mangel vermeiden. Meine Betonung ist, sich nicht nur auf Vitamin D zu konzentrieren, sondern generell eine ausgeglichene Lebensweise quasi zu haben. Und ein Mangel der verschiedensten Stoffe ist sozusagen schlecht. Und das ist auch immer wichtig, keine Laborkosmetik zu betreiben. Das heißt, weil man vielleicht einen Mangel von irgendwas hat, aber keine damit in Verbindung stehenden Symptome, muss das nicht gleich automatisch irgendwie behandelt oder ausgeglichen werden, außer es gibt Nachweise, dass etwas präventiv wirkt. Das ist also auch immer ganz wichtig zu wissen. Deswegen ist es wichtig, dass hier mehr Forschung notwendig ist, mehr Wissenschaft und natürlich unabhängige, das heißt nicht durch Hersteller finanzierte und genauso auch Beiträge über Vitamin D würde ich immer als letzte Empfehlung euch empfehlen. Schaut rein und überlegt euch immer, welche Begründung, welchen Anreiz gibt es für diese Person, einen Beitrag über Vitamin D zu machen und zum Beispiel auch, verdient man damit sein Geld? Und ja, ich habe die Vitamin-D-Bibel verfasst, also ein Buch. Und ja, als Autor will ich natürlich, dass man auch mein Buch zum Beispiel kauft. Als Autor macht man ja auch Vorlesungen, hält Lesungen etc. Aber der Inhalt, der hier reingeht, der ist sozusagen objektiv und studienbasiert. Das heißt, ich vergleiche zum Beispiel auch verschiedene Produkte, die es gibt. Und mir ist es so gesehen völlig egal, ob ihr viel oder wenig Vitamin D konsumiert. Wenn sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse verändern, dann verändert sich sozusagen auch das Buch. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied und darauf solltet ihr achten. Soweit also meine Meinung. Das war's einmal. Danke auch für das Zusenden der Videos. Ich hoffe, das hat einen Nutzen euch gebracht. Vielen Dank und bleibt mir treu.